So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer zu Hause an den Endgeräten, zum zweiten Block am Samstagnachmittag des Winterkongresses 2022 der Digitalen Gesellschaft. Der erste Talk hier in der Aktionshalle der Roten Fabrik wird gehalten von Gerhard André. Es freut mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen. Das ist ein aufgezeichneter Talk. Gerhard ist ein Politiker der Grünen, für die er seit 2019 im Nationalrat sitzt. Er ist auch sehr aktiv als Unternehmer im Bereich Internet, im Bereich IT, im Bereich Web Development. Der Talk heißt EID: Wo stehen wir ein Jahr nach dem Referendum und wo geht die Reise hin? Gerhard war sehr aktiv das Referendum durchzusetzen, also das EID-Gesetz, das vom Stimmvolk brachial abgeschmettert wurde letztes Jahr. Da hat er einen großen Anteil dran gehabt und wird uns jetzt erzählen, wie es weitergeht und was das zu bedeuten hat. Liebe Tech-Enthusiastinnen und Digitalisierungsnerds, es freut mich sehr, heute am Winterkongress ein paar Worte an euch richten zu dürfen im Zusammenhang mit der EID. Ihr erinnert euch, vor gut einem Jahr hatten wir eine Volksabstimmung, eine wohl weltweit erste Volksabstimmung über ein digitales Thema. Und ihr erinnert euch auch, das Gesetz, die Bundesvorlage, hatte massiv Schiffbruch erlitten. Mit fast 65% hat die Stimmbevölkerung Nein gesagt zu einer nicht ausgewogenen Gesetzesgrundlage. Ihr erinnert euch, was der Grund war. Der Staat, der Bund, wollte mehr oder weniger seine hoheitliche Aufgabe des Ausstellens seines Ausweises im digitalen Raum Privaten überlassen. Das war dann auch das kapitale Argument gegen dieses Gesetz, und das hat die Stimmbevölkerung eben nicht gut geheißen. Natürlich war das Thema des Datensammelns, des Datenspeicherns eine ganz große Frage, auch eine ganz große Debatte während der Kampagne auf die Abstimmung hin. Und ich persönlich habe in dieser Zeit sehr, sehr viel gelernt, und ich denke, es war für uns als Gesellschaft eine sehr, sehr wichtige Zeit, uns auch damit auseinandersetzen zu können, was wir denn für eine Digitalisierung wollen. Eine Digitalisierung, die eben die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die kommerziellen Interessen von Unternehmen, die sich da eben gerne eine Scheibe von abschneiden. Nun waren wir als Referendumskomitee etwas auch im Zugzwang. Während der Kampagne haben wir immer gesagt, dass wir finden, ja, es braucht eine EID, wir wollen eine EID. Es ist ein wichtiges Element in der Digitalisierung, aber eben anders, als dies der Bundesrat vorgeschlagen hat. Wir haben dann ein paar Tage vor dem Abstimmungssonntag schon mit unseren Gegnerinnen und Gegnern Kontakt aufgenommen im Parlament und versucht, sie dazu zu bewegen, unsere Forderung, unsere Referendumsforderung eines alternativen Projekts doch gerade selber einzureichen. Das hat dann zu ein paar Tagen sehr intensiven Diskussionen geführt. Ich hatte dann ganz viele Gespräche mit meinen Hauptgesprächspartnern bei den bürgerlichen Parteien und habe dann glücklicherweise nur 3 Tage später einen Stapel sechsfach gleichlautende Motionen aus allen Fraktionen dem Generalsekretär des Bundesparlaments überreichen können. Und das war doch, glaube ich, eine ziemlich historische Angelegenheit, dass 3 Tage nach einer Volksabstimmung sich alle zusammenraufen, hinstehen und sagen, jetzt geht es trotzdem weiter, und zwar auf eine andere, auf eine bessere, konsolidierte Weise. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, und an diesem Punkt auch nochmal ein großes Dankeschön an DigiGes, auch an Kire, der mich da die ganze Zeit auch begleitet hat. Und ein bisschen den Link zu der Zivilgesellschaft hat aufrechterhalten, und natürlich auch während der ganzen Kampagne Public Beta, inklusive dieses Deals, war natürlich Public Beta auch noch beteiligt. Das war wirklich eine gute Angelegenheit, eine sehr spezielle, doch Ausgangslage. Vielleicht kurz noch, was die Motion denn eigentlich fordert. Also sie fordert eine vertrauenswürdige staatliche EID, und darin sind 3 Dinge sehr, sehr wichtig, zentral, nämlich dass das System Privacy by Design umsetzen muss. Das heißt, die Privatheit muss architektonisch von Beginn weg
gegeben sein. Das System soll datensparsam sein. Das heißt, es soll gar keine Daten sammeln, die nicht unbedingt nötig sind. Und es ist oft überhaupt nicht nötig, Daten zu sammeln, um sich irgendwo ausweisen zu können. Und es soll eben als drittes, wenn Daten gespeichert werden, diese möglichst dezentral gehalten werden, damit eben auch Sicherheitsvorkehrungen besser gemacht werden können, wenn ja gar keine zentrale Datenspeicherung anfällt, ist es auch viel einfacher zu managen. Diese ganze Geschichte hat uns dann auch etwas Lob gegeben im Rat. Ich habe das wirklich sehr schön gefunden, dass Kollege Dobler hingestanden ist im Parlament und sich auch bedankt hat, dass wir, die quasi Überlegenen, die Hand ausgestreckt haben und eben quasi mit den Unterlegenen versucht haben, eine bessere Lösung zu finden. Also es war wirklich eine insgesamt doch sehr, sehr schöne Geschichte. Dann hatten wir das Glück, dass der Bundesrat mitgezogen ist. Ich war ein paar Wochen nicht so ganz klar, wie es ja denn jetzt weitergeht, weil der Bundesrat Karin Keller-Sutter hat gesagt, während der Kampagne, ich werde da nichts mehr tun, wir werden nichts mehr machen. Wir haben es jetzt ein paar Mal probiert und jetzt ist die Geschichte EID gegessen. Und da war ich dann schon sehr erfreut, dass der Bundesrat nur wenige Wochen später angekündigt hat, dass er mitzieht und diese Motionen, die wir eben einreichen konnten, von SP, Grüne, GLP, Mitte, FDP bis SVP, dass sie diese Motionen unterstützen würden und vorwärts machen will. Und das ist dann auch geschehen. Der Bundesrat hat sehr, sehr rasch einen Prozess aufgegleist, der sehr inklusiv aufgestellt wurde. Schon vor dem Sommer wurde uns kommuniziert, dass es einen Tisch gibt, dass die Akteure, Akteurinnen eingeladen werden, um zu besprechen, wie das eben jetzt weitergehen kann. Über den Sommer hat der Bundesrat respektive hat die Verwaltung dann schon Dinge aufgesetzt, Termine vorgegeben, eben um die Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Verbände, Politik einzuladen, hat inklusionsmäßig in Community-Manier Mailingliste aufgetan und dann noch schöner gegen Ende Jahr das Ganze Richtung GitHub sogar transferiert. Die Diskussion rund um die Ausgestaltung dieser EID, die soll jetzt eben kontinuierlich passieren und über Community-Mechanismen, wie wir sie aus der Open-Source-Szene kennen. Vielleicht an diesem Punkt eine kleine Klammerbemerkung. Wir haben Open-Source in der Motion ganz bewusst nicht aufgenommen, weil wir das Futter nicht überladen wollten, wussten aber, dass wir seitens Verwaltung die Unterstützung haben werden, dass Open-Source-Technologien eingesetzt werden und auch die Community-Effekte der Erarbeitung eines solchen Projekts, eines solchen Produkts über Open-Source-Mechanismen geschehen soll. Von daher fand mir das auch sicher genug, jetzt einfach loszulegen, ohne Open-Source explizit zu nehmen. Wie gesagt, gab es dann im Herbst, das war im September, diesen runden Tisch mit Karin Keller-Sutter und da wurde auch schon ein erstes Zielbild, ein Dokument gezeigt, was eben über den Sommer, das ist doch erstaunlich, in welcher Geschwindigkeit, ein solides Dokument wurde da erarbeitet, das uns dann vorgestellt wurde und danach wurde eingeladen, bis Mitte Oktober dieses Papier zu kommentieren. Da gab es dann die nächste schon wieder Konferenz, also für Bundesbärenverhältnis ein unglaubliches Tempo. Da gab es dann diese ganztägige Konferenz, wo eben ein bisschen diese Mini-Vernehmlassung dann auch beraten wurde im Rahmen dieser Konferenz. Das Bundesamt für Justiz, das übrigens nach wie vor im Lead ist bei diesem Projekt, wobei jetzt mit etwas anderen Vorzeichen, weil das Finanzdepartement und damit das Bundesamt für Informatik auch eine wichtige Rolle spielen wird im neuen Projekt und insbesondere auch die Bundeskanzlei und das DTI, das ist das digitale Transformationsentität des Bundes, der Bundeskanzlei, die haben sich zusammengerauft und an der Konferenz eben dieses Zielbild etwas erklärt, welche Richtung man eben einschlagen könnte und sie haben da so ein bisschen drei grundsätzliche Konzepte vorgestellt. Das erste, das Self-Sovereign Identity, also das heißt ein sehr dezentraler, selbstbestimmter Ansatz einer EID, auch der modernste Ansatz dieser drei. Das zweite, dann etwas klassischer Public-Key-Infrastruktur, das heißt, was wir kennen eigentlich schon seit einer ziemlichen Weile, wie man eben mit
asymmetrischen Verschlüsselungen arbeiten kann. Oder dann das dritte Konzept des IDP, des staatlichen Identitätsproviders. Der Bund hat sich dann entschieden, gegen Ende Jahr, das war im Dezember des letzten Jahres, den Weg der Self-Sovereign Identity zu gehen. Ich finde auch etwas den mutigsten Weg einzuschlagen, weil, wie gesagt, diese sogenannte Self-Sovereign Identity ist derzeit doch noch ziemlich vage, nicht sehr erprobt, nicht so wie die anderen Technologien. Ich finde es aber dennoch richtig, dass dieser Weg eingeschlagen wird, aus zwei Gründen. Erstens geht die Europäische Union auch in so eine Richtung. Und zweitens entspricht es natürlich sehr stark den Forderungen, die wir in der Motion halt wirklich definiert haben. Also die Themen der Dezentralität, Themen der Privacy by Design können natürlich mit einer solchen Self-Sovereign Identity am besten eigentlich umgesetzt werden. Und vielleicht noch einmal so ein bisschen zurück, was wäre denn diese selbstbestimmte Identität, diese Self-Sovereign Identity? Und da finde ich, passt doch nach wie vor eigentlich die Analogie der Identitätskarte ganz gut. Auch die Identitätskarte, über die verfüge ich selbstbestimmt, die habe ich ab und dann in der Hosentasche und wenn ich die brauche, da fallen in der Regel keine Daten an, außer ich will das ganz explizit, wenn ich beispielsweise diese Identitätsdaten einer Bank übergeben will, um dort Kunde zu werden. Wenn ich diese Karte aber zeige, um mein Alter zu bestätigen, beispielsweise meinen Alkoholkauf, dann geschieht das mehr oder weniger anonym und ganz sicher nicht mit einer Datenspur. Und diese Art und Weise des Nutzens eines solchen elektronischen Ausweises, einer solchen elektronischen Identität, muss eben umgesetzt werden können und kann umgesetzt werden mit einer sogenannten Self-Sovereign-Identität. Jetzt bin ich so großzügig und würde behaupten, dass das Covid-Zertifikat ziemlich nahe an das herankommt, was wir uns eigentlich auch mit der EID vorstellen und was auch ein bisschen einer Self-Sovereign Identity entspricht. Ich strapaziere hier das Konzept gerade ein bisschen, weil es hat dann eben andere Dinge auch drin. Es gibt im Prinzip auch dort einen Identitätsprovider oder einen Certificate-Provider. Es gibt dann eben auch Public Key Elemente, also das Covid-Zertifikat, würde ich sagen, beinhaltet mehrere dieser Technologien, um dann aber im Endresultat doch eine sehr datensparsame, dezentrale, selbstbestimmte Lösung zur Verfügung zu stellen, wo ich eben dieses Covid-Zertifikat, mittlerweile zum Glück nicht mehr, aber doch in der vergangenen Zeit sehr häufig auf eine sehr unbehelligte Weise einsetzen konnte. Weil auch wenn der QR-Code jeweils validiert wurde mit einer zweiten Applikation, gab es zwar einen Echtheitscheck, also einen Live-Check, ist dieses Zertifikat jetzt gültig. Dieser Echtheitscheck wurde wirklich über einen Server-Request gemacht, aber eben kryptografisch auf einer Einbahnstraße. Das heißt, die mir das Zertifikat ausgestellt haben, das BAG in dem Sinn, konnte nicht nachvollziehen, zu keiner Zeit, wann ich mein Zertifikat wo, zu welchem Nutzen, an welchem Ort und welcher Uhrzeit eingesetzt habe. Und deshalb finde ich, ist das Covid-Zertifikat eigentlich eine ganz gute Analogie, um zu zeigen, wohin die Reise auch mit der EID gehen kann. Ganz abgesehen davon, dass es sehr leichtgewichtig, sehr schnell auch umgesetzt werden konnte und eben nicht überladen und komplex und kompliziert über alle Berge, dass es dann am Schluss auch extrem Mühe hat, dann überhaupt das Licht des Tages zu sehen. Das war beim Covid-Zertifikat doch eine sehr schöne Geschichte, wie man das angehen konnte. Nun gibt es ein paar große Risiken meines Erachtens bei einem solchen EID-Projekt, den man wirklich nicht außer Acht lassen darf. Und ich denke, das Wesentlichste ist sicher die Akzeptanz und die Durchdringung bei den Menschen da draußen. Weil die Menschen müssen einen richtigen Nutzen sehen darin, sie müssen es oft genug brauchen können und auch wollen. Und wenn sie es dann verwenden, muss es so einfach funktionieren, dass das einfach wirklich ganz intuitiv geht. Und ich denke, das ist wirklich das wohl Zentralste, das die wichtigste Herausforderung jetzt bei diesem Projekt. Und das andere, wenn dann eben eine solche EID verwendet wird, dann muss sie wirklich auch funktionieren. Also Incidents oder Dinge,
eben, wenn es nicht funktioniert, wenn es fehleranfällig ist, dann wird sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Und darauf würde ich jetzt als Verwaltung ganz, ganz stark schauen. Das heißt, was rauskommt, minimalistisch, aber einfach nied- und nagelfest und schnell, dass es eben keine Probleme verursacht und eben das Vertrauen nicht beschädigt, weil das steht im Zentrum. Natürlich gibt es tausend andere Probleme, die man ganz sicher auch noch konfrontieren wird. Ich versuche da gar nicht irgendwie alle aufzuzählen. Dinge wie, was ist, wenn ich ein Backup machen will, eine Self-Sovereign Identity, wie funktioniert das? Muss ich das irgendwie selber können oder macht es das automatisch? Was passiert eben, wenn ich beispielsweise das Handy wechsle? All solche Dinge, da gibt es noch einiges, das da zu beantworten. Glücklicherweise kann man auch etwas Prävention betreiben dagegen, und da hat ja die Branche, die IT-Branche, die Softwareentwicklung über die letzten Jahrzehnte noch etwas hochgerüstet. In diesem speziellen Fall der EID, das eine gesetzliche Grundlage braucht, ist ganz wichtig, dass zweigleisig gefahren werden kann. Das heißt, dass wir im Parlament die Gesetzgebung mit der Verwaltung entwickeln können und parallel eben auch Proof of Concept, echte Tests, echte Piloten lancieren können. Das ist jetzt so aufgegleist. Der Bundesrat will das so machen und das wäre ein ziemliches Novum. Es wird auch dafür eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Also, dass man in diesem Sandkasten etwas bauen darf, auch wenn nicht alle gesetzlichen Fragen beantwortet sind für den Beginn. Und das ist eigentlich nicht schlecht aufgegleist, um noch einmal dieses Wort zu strapazieren. Dann ganz wichtig ist natürlich, dass man Schritt für Schritt rangeht, dass man Schritt für Schritt Releases macht und Features ausrollt und nicht versucht, eine zu große Revolution, einen zu großen Schritt auf einmal zu machen. Auch das hat natürlich die Branche gezeigt, wie es geht, und daran muss man sich natürlich legen. Und dann ganz wichtig ist, dass die Inklusion nicht aufhören darf. Das heißt, dieses stete Einbeziehen der Community, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der Unternehmen, das darf nicht aufhören. Aber auch das ist eigentlich ganz gut aufgegleist. Es gibt jetzt alle paar Wochen einen Anlass, wenn man sich bei dieser Mailingliste anmeldet. Ihr habt vorhin die Adresse gesehen auf der Slide. Wenn ihr euch da einklingt, dann seid ihr alle paar Wochen eingeladen, um Austausch über die EID zu führen, und das finde ich doch sehr, sehr spannend. Ihr habt auch gesehen, es gibt diese Git-Plattform, wo wirklich diese Co-Kreation geschehen soll. Am letzten Anlass waren offenbar über 150 Leute dabei. Ich konnte damals leider nicht mitmachen, ich war verhindert, aber ich fand doch das ein sehr schönes Zeichen von der Verwaltung, aber eben auch von der Community, dass man da zusammen dieses Ding jetzt stemmen will, möglichst inklusiv und breit abgestimmt. Jetzt hat das ganze Projekt der EID und überhaupt die Pandemie ein paar Stellschrauben in Bern neu eingestellt. Und Stellschrauben, die jetzt so eingestellt sind, wie ich finde, man schon lange in die Richtung hätte schrauben müssen. Und da finde ich doch sehr spannend, dass Themen wie beispielsweise Privacy by Design, also das heißt dieses Konzept der Architektur, wo quasi die Privatheit von Beginn weg quasi als Element mitspielt in der Architektur. Das ist ein Konzept, das man jetzt versteht. Darüber kann man debattieren. Diesen Ball nimmt man auf. Genauso das Thema der Dezentralität. Also, dass man versteht, dass diese zentralen Töpfe der Daten grundsätzlich problematisch sein können und dass man sich andere Architekturen überlegen muss. Und natürlich auch die der Datensparsamkeit, weil auch in Bern versteht man mittlerweile, dass Daten, die gar nicht erst gesammelt werden, die am cybersichersten sind. Und zu guter Letzt, und das finde ich auch sehr, sehr wirklich positiv, doch nach Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile des Lobbying für Open Source, ist in Bern angekommen. Public Money, Public Code, das Konzept, dass öffentliches Geld öffentlich verfügbare Software ermöglichen soll, das ist jetzt wirklich auch bei den bürgerlichen Parteien angekommen. Das war lange ein ziemlicher Kampf und auch ein religiöser fast. Und jetzt ist doch das eine ganz andere Geschichte. Der Bundesrat bezieht auch ganz explizit Stellung dazu und sagt, mit Open-Source-Technologien hat er das Swiss-Covid-App
vertrauenswürdig machen können und natürlich das Covid-Zertifikat. Also es wird ganz offensiv angesprochen als wichtiges Element in der Cybersecurity und eben ich arbeite noch ein bisschen daran, dass eben dieses Public Money, Public Code, also dass wir eigentlich den Nutzen des eingesetzten Steuerfrankens, dass man den eigentlich mit Open Source eben maximieren kann. Und diese Dinge, diese Tendenzen finde ich doch schon sehr speziell. Und wie gesagt, die EID war ein wichtiges Element dabei, also diese Auseinandersetzung um dieses Gesetz. Aber natürlich auch die Pandemie, da sage ich nichts Neues, hat ihriges dazu getan, dass eben diese Vorzeichen sich verändern. Nicht falsch verstehen. Natürlich hat jetzt nicht ganz Bundesbeeren eine komplette 180-Grad-Wende gemacht. Es koexistieren ganz viele Dinge. Der Bund ist sehr, sehr groß und komplex. Und natürlich hat die traditionelle Denkweise immer noch einen sehr, sehr prominenten Platz. Aber wenn ich sehe, was jetzt eben als Neues aufgegleist wird, da ist doch die Diskussion mittlerweile eine andere. Und das freut mich insgesamt doch sehr. Nun, das wären meine paar Worte zum Stand der EID gewesen. Wie gesagt, ich finde, das Ganze ist auf gutem Weg. Der Ball wurde vom Bundesrat gut aufgenommen. Er sagt auch, dass er innerhalb der Legislatur dieses Geschäft noch durchbringen will. Also insgesamt doch eine sehr gute Ausgangslage. Nichtsdestotrotz werden wir genau hinschauen, damit wirklich auch das rauskommt, was wir bestellt haben, weil diese Sicherheit hat man natürlich dann doch nicht. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich. Und dann eben, was generell die Vorzeichen in Bundesbeeren anbetrifft, bin ich doch auch zuversichtlicher gestimmt denn je. Und insofern schließe ich hier mein Referat. Ich wünsche denen, die jetzt vielleicht weiterziehen an eine nächste Session oder eine Pause machen, einen guten Rest des Winterkongresses, und für die anderen bin ich jetzt live noch für ein paar Fragen und Antworten da. Und tschüss. Ja, herzlichen Dank, Gerhard, für diesen sehr spannenden Talk. Mich persönlich hat insbesondere, fand ich das sehr interessant, ein bisschen erklärt zu bekommen, wie Politik dann in Wirklichkeit funktioniert und wie man auch Forderungen und Prozesse feinjustieren muss, dass das in der Wirklichkeit dann auch stattfindet. Wir haben einen Chat. Es gibt schon ein paar Fragen im Chat. Ich würde gerne das Publikum nochmal darauf hinweisen. Unter eurem Videofenster links unten ist ein Knopf, da könnt ihr in den Chat gehen und noch Fragen stellen. Ein paar Fragen haben wir schon. Ich lese sie einfach mal vor. Bina fragt, EID basierend auf Lösungen von Covid-Zertifikat. Was muss der Bund dafür noch aufbauen, beziehungsweise mit welchen Providern Verträge abschließen? Ich habe mich ja da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dass so etwas wie das Covid-Zertifikat eigentlich recht gut aufzeigen würde, wie eine EID grundsätzlich funktionieren könnte. Ob das dann die Basis ist, das steht dann vielleicht schon noch auf einem anderen Blatt Papier. Wenn wir aber jetzt mal davon ausgehen, dass das Covid-Zertifikat quasi, dass das wie ähnlich gemacht werden würde, dann würde ungefähr Folgendes passieren. Das Bundesamt für Informatik würde aus dem Regal Dinge nehmen können, das entwickelt wurde durch die Swiss Covid App. Das war ja der erste Lupf Anfang der Pandemie. Würde daraus Komponenten nehmen können, würde Komponenten nehmen können aus dem Covid-Zertifikat und würde wahrscheinlich so eine Infrastruktur bauen können. Würde wahrscheinlich Aufträge vergeben, um eine App zu bauen. Also wenn es dann wirklich eine App-Entwicklung braucht, wovon ich jetzt mal ausgehe, dieser Auftrag würde dann wahrscheinlich einen KMU übergeben, so wie das auch beim Covid-Zertifikat der Fall war. Der Betrieb würde aber gemacht durch das BIT. Das BIT betreibt eine Private Cloud-Infrastruktur, wo im Moment beispielsweise auch dieses Zertifikat drauf läuft. Wir haben Rechenzentren, die beim Bund laufen. Und da würde verhältnismäßig wenig wahrscheinlich zugebaut werden müssen. Jetzt einfach mal gesetzter Fall, es wäre eine Lösung, die man entlang eben dieser Covid-Zertifikat Logik bauen würde. Ob der Bund wirklich das jetzt dann tun wird,
Das weiß ich ja noch nicht so ganz, das werden wir dann sehen, weil im Moment ist eben die große Diskussion auch, was ist jetzt diese Sandbox, also es muss jetzt dieser Sandkasten gebaut werden, damit man eben das Zeug so bauen kann, damit man es mit echten Menschen testen darf, weil das ist beim Bund immer, der Bund braucht immer eine gesetzliche Grundlage, wenn er etwas tut, und wenn er die nicht hat, dann darf er gar nicht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke, das war ausführlich. Ich denke, auch wenn die tatsächliche Lösung dann vielleicht nicht technisch so ähnlich sein wird, hat die Covid-App doch gezeigt, dass der Bund in der Lage ist, technisch solide Lösungen zu entwickeln. Das finde ich total beruhigend. Wir haben noch eine Frage von Bina, und zwar, ich lese das wieder vor, Anbindung der EID an globale Vertragsunterzeichnungslösungen möglich, ohne zu viele Daten preiszugeben? Fragezeichen. Das wäre natürlich die Idee. Man muss sich von den Szenarien her ein bisschen überlegen, wie das genau funktionieren könnte. Oder wenn ich, sagen wir mal, ich möchte einen Hypothekarvertrag unterschreiben. Jetzt müsste ich dafür ja wahrscheinlich zuerst schon mal Bankkunde sein, weil ich kann nicht einfach irgendeinen Hypothekarvertrag unterschreiben. Das heißt, in der Regel tut mich die Bank onboarden. Und da stelle ich mir vor, dass ich da hinkomme und sagen kann, liebe Bank, hier sind meine Daten. Und ich gebe dir da wenig, die davon preis, die du brauchst, und ich übergebe die dir. Und bin damit digital onboarded bei dir, liebe Bank. Und im Prinzip bin ich in diesem Moment eigentlich auch nicht, ohne dass ich den Ausweis weiter brauche, Bankkunde geworden. Ich kann ja von da an, auch heute, wenn ich E-Banking betreibe, brauche ich ja keine ID, kann ich Ausweis mehr, wenn ich dann Kunde bin. Möchte ich dann aber einen Hypothekarvertrag unterschreiben, was heute wirklich eine Formvorschrift kennt, also ich muss handschriftlich einen Hypothekarvertrag unterschreiben, und bei diesem Fall würde ich dann davon ausgehen, dass die ID eine Art im Moment des Signierens Echtheitscheck machen könnte, also dass man da das ähnlich wie einen zweiten Faktor fast wie braucht bei einer Signierungslösung, ohne dass eben dann wiederum zwingend Daten anfallen müssen, weil es ginge dann einfach darum, ist die Unterschrift, die ich jetzt hier gebe, genau jetzt mit dieser Identität grundsätzlich gültig, und auch das muss dann die staatliche Behörde nicht wissen, welche ID das ist. Sie muss nur sagen können, ja, liebe Bank, die Unterschrift, die du da anschaust, wir wissen zwar nicht, welche das ist, aber die ist grundsätzlich gültig. Ich denke, irgendwie so müsste das dann funktionieren. Also beim Signieren sehe ich durchaus auch einen Nutzen dieser ID. Aber ich spekuliere da ein bisschen, oder ich tue da ein bisschen auch meine Wunschvorstellung vielleicht etwas skizzieren. Aber das wird dann sicher irgendwie eben dann noch ausgehandelt, wie das genau dann ausschaut und wie das dann auch kompatibel ist mit den in der Wirtschaft bereits existenten Lösungen. Weil es geht ja wirklich nicht darum, alles neu zu bauen. Es geht darum, das Ausweisen digital vertrauenswürdig zu bauen, dass es eben dann auch kompatibel ist mit dem, was die Wirtschaft braucht. Gut, das leitet eigentlich ganz gut über zur nächsten Frage von Rahel. Eben weil es auch politische Prozesse sind und sie fragt, verstehen, also weil es auch technisch jetzt wird und weil das in die politischen Prozesse einfließt. Und Rahel fragt, verstehen genügend Politikerinnen, was eine SSI technisch ist? Ich würde noch anfügen, müssen sie das verstehen, und wenn ja, was tun sie dagegen, wenn sie es nicht tun? Die einfache Antwort ist nein. Also die meisten, ich meine, es ist auch nicht so schlimm, also nicht so schlimm, man kann es schon bedauern, doch. Aber es ist halt doch, wir betreiben ziemlich viel Arbeitsteilung im Parlament. Ich habe auch gewisse Dossiers, wo ich einfach nicht mitkomme und nicht verstehe, was da jetzt genau wichtig ist. Aber dafür haben wir auch die Fraktionen und Leute, die wirklich auf dem Thema drauf schaffen. Insgesamt stimmt es, hat es in den Digitalisierungsthemen sowieso nicht wahnsinnig viel Know-how im Parlament. Das ist ein bisschen eine Schwäche. Aber eben, man darf sich auch fragen, wie viel technisch Know-how man sich jetzt aneignen muss in diesem Rahmen hier bei der EID. Weil am Schluss ist es dann schon auch wichtig, dass wir Erzählungen finden, die für Menschen verständlich sind. Also sprich auch für unsere Ratskolleginnen und Kollegen, auch wenn man nicht genau versteht jetzt unter der Haube, wie das im Detail genau funktioniert. Aber ich würde mal sagen, wie soll ich das sagen, mir möglichst korrekt wiedergeben. Ich glaube, es hat genügend Leute im Parlament drin, die jetzt genau hinschauen können, was die Verwaltung auch tut. Also es ist nicht so, dass die Verwaltung jetzt irgendwas machen kann und dann uns irgendetwas erzählen, das sei dann das, was die Motion wolle.
ja, da sind wir dann schon genug kompetent, um da das auch zu challengen. Aber eben, es wird auch gar nicht dahin kommen, weil wir sehr stark im Austausch sind und mit der Verwaltung und werden da jetzt mitwirken und mitdiskutieren. Also das sind eben diese Gespräche, die dann halt eben informell hinter der Kulisse auch ein bisschen laufen, damit das produziert wird, was wir wollen vom Rat. Oder wir sagen, ja, was wir wollen, wie das dann umgesetzt wird, ja, das ist dann effektiv die Kompetenz der Verwaltung. Aber wir sprechen zusammen, es funktioniert recht gut. Okay, gut, wir kriegen hier eine Punktlandung hin. Die letzte Frage kommt nochmal von Bina, die ein bisschen in die Zukunft schaut, denke ich. Sie fragt, will man eine Lösung, die auch vor Quantencomputern sicher sind? Oder ja, Lösungen, die vor Quantencomputern sicher ist? Das wird man ganz sicher wollen, natürlich. Das kann ich mit Ja beantworten. Wie man das sicherstellt, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, oder jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich bei all dem, was wir jetzt eben tun, ich habe es vorhin auch im Referat gesagt, die besten Security, Cyber-Security-Maßnahmen, die man treffen kann, sind Daten nicht speichern, die es nicht braucht. Es sind diese dezentralen Ansätze, wo quasi Massenangriffe sehr, sehr schwierig sind oder auch eben der individuelle Identitätsklau dann wirklich auch irgendwie umständlich, weil man es einfach nicht zu fassen kriegt, weil es die zentralen Datenbanken nicht gibt und so. Und ich denke jetzt mal, das sind so Cybersecurity Basics, die aber heute viel gewichtiger sind als vielleicht auch schon, weil in der Vergangenheit hat man ja im Zweifel einen Datensatz zu viel gespeichert, weil könnte dann irgendwann mal irgendwas damit machen. Und ich finde im Moment, um jetzt mal das ein bisschen runterzubrechen, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt nicht die Sicherheit vor Quantum Computing, sondern die Sicherheit, dass wir wirklich, wie soll ich sagen, die Hausaufgaben machen, so wie man das im 2022 muss und eben dezentral, Privacy by Design, datensparsam, dann hat man wahrscheinlich auch gute Karten gegen eben künftige Technologien, die eben diese kryptografischen Protokolle irgendwie hacken könnte. Aber ich glaube, da läuft ja doch schon einiges und offenbar gibt es auch schon Möglichkeiten zu testen, wie Quanten-Computing-resistent Sicherheitstechnologien sind. Das wird man sicher irgendwie versuchen einzubeziehen. Aber da spreche ich jetzt ein bisschen auch für die Verwaltung. Ich weiß nicht, wie Sie das dann genau detaillieren. Gut, herzlichen Dank. Ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort mit Blick auf die Zukunft und die Wichtigkeit von konzeptionellen Betrachtungen der Sicherheit. Herzlichen Dank auch an die Fragestellerinnen, die da nochmal interessante Informationen rausgelockt haben. Wie geht's weiter? Gerhard wird noch im Big Blue Button für Hintergrundgesprächinformationen ein bisschen zur Verfügung stehen. Die Zuschauerinnen sehen den Knopf rechts unten, wo sowas wie Big Blue Button draufsteht oder sowas. Wenn da keiner kommt, dann ist er natürlich gleich weg. So. Ja, herzlichen Dank nochmal. Das war ja, super. Vielen Dank auch von mir und danke für die Fragen. Freut mich natürlich, dass das interessiert.